Der Einsatz des XXL-Rondodientuches finde ich für die psychomotorische Förderung sehr originell, sehr interessant und sehr spannend. Psychomotorik ist, da geht es um die Persönlichkeitsentwicklung, wo über Bewegungs- und Wahrnehmungslernen die Kinder gefördert werden. Ich benutze dieses XXL-Rondo-Dehntuch vor allem in der Erlebnispädagogik. Und wenn ich jetzt gerade in den verschiedenen Phasen nach Tuckmann arbeite, habe ich die Phase des Formings als Einstieg, sich kennenzulernen. Dann die Phase des Stormings, wo es um Konflikte geht, die man innerhalb der Gruppe lösen sollte, sich damit auseinandersetzen, sich in der Gruppe auseinandersetzen. Nach der zweiten Phase kommt die Norming-Phase. Da geht es darum, dass sich die Teilnehmer oder Probanden festlegen, sich einigen auch innerhalb der Gruppe. Und dann kommt eben diese Performing-Phase, wo sie sich engagieren sollen, wo sie aktiv werden sollen. Und in der Reforming-Phase sich vielleicht neu besinnen oder sich neu orientieren. Und dazu ist dieses Tuch unheimlich geeignet, nicht nur sich als Gruppe zu finden und sich auseinanderzusetzen, sondern auch mit diesem Tuch zu arbeiten und diese bestimmten Phasen auch durch Spiele, durch Interaktionen oder Problemlösungsaufgaben dann durchzuführen. Ich habe das XXL-Rondo-Dehntuch im Tanz verwendet. Wir haben in Verbindung mit den Tanzsäcken der Firma Kraft eine kleine Choreografie entwickelt und das Tanztuch, das Dehntuch als Requisite benutzt. Es fördert die Kreativität und Spontaneität, es macht unheimlich viel Spaß und man kann es unheimlich vielseitig einsetzen. Im Kinderbereich, im Jugendbereich, im Erwachsenenbereich, im Kindergartenbereich, in Kombination mit kleinen Tänzen. Das Rondodientuch besitzt einen hohen motivationalen Charakter, also der Aufforderungscharakter, mit diesem Dehntuch zu arbeiten, macht auch Spaß bei den Kindern, die Desinteresse zeigen, weil es einfach ein neues Materialprodukt ist. Das Selbstkonzept nach Renate, Professor Dr. Renate Zimmer aus Osnabrück, entwickelt das Selbstwertgefühl, spielen eine große Rolle, weil die Kinder können dadurch Ich-Stärkungen erhalten. Sie können ihre Stärken kennenlernen in dieser Arbeit mit diesen Übungen, die sie bewältigen. Und nebenbei auch noch werden die koordinativen Fähigkeiten wie Wahrnehmungsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit, Gleichgewichtsfähigkeit, Orientierungsfähigkeit, werden auch die konditionellen Fähigkeiten, nämlich Beweglichkeit und Kraft, geschult. Das XXL-Rondo-Dehntuch finde ich äußerst spannend, originell und sehr interessant.